Hallo, willkommen zurück aus der Mittagspause. Hoffentlich sind alle wohlgenährt, denn hier geht es weiter im Programm. Und zwar tauchen wir jetzt ab in die Welt der Programmiersprache R. Ich nehme an, wir haben hier viele Fans der Programmiersprache R schon im Saal. Wer kennt es schon, wer nutzt es schon? Mal kurz Handmeldung. Okay, also so ein paar nutzen, so ein paar sind wahrscheinlich interessiert. Das ist schön, denn heute erzählt uns Stefan Küthe was darüber, wie man Open Layers mit R verbindet. Bühne frei. Ja, danke schön. Gut, war meine erste Frage schon vorweggenommen. Das wäre meine auch gewesen, wer schon mit R gearbeitet hat. Kurz zu mir. Genau, Stefan Küthe ist mein Name. Manche haben mich vielleicht gestern gesehen. Da hatte ich einen Vortrag zu Docker gehalten. Ich bin Software- und Database-Developer im Umfeld Geodaten und auch Data Science, daher eben auch mit R. Großer Docker-Enthusiast, dadurch so ein bisschen DevOps auch bei uns in der Firma, um dort eben Containerlösungen aufzusetzen. Ja, R ist ja nicht unbedingt die typische Programmiersprache, würde ich jetzt sagen, im Geo-Bereich. Da haben wir ja eher Python, bin ich auch ein riesengroßer Fan von, das war bei mir auch vorher. Ich hatte genau letztes Jahr, glaube ich auch genau, war letztes Jahr ein Vortrag und auch ein Workshop zu R und Geodaten, denn da geht es uns ähnlich. Ich weiß nicht, wer gestern den Vortrag über JavaScript gehört hat, AdultJS, dass JavaScript sozusagen auch erwachsen geworden ist, das finde ich ist bei R auch so ein bisschen so. Denn früher war es auch so, okay, das haben ein paar Leute vielleicht an der Uni größtenteils genutzt, haben irgendwelche Skripte geschrieben, danach konnte die nicht unbedingt jeder wieder verstehen. Jetzt hat sich mit RStudio auch eine Company da reingegeben, die haben eine gute IDE geschrieben und viele wirklich sehr gute Pakete, unter anderem auch DevTools und TestThat, also so, dass auch jetzt in R Unit-Tests möglich sind, dass also vielmehr die Community der Software-Developer jetzt auch dabei ist. Wie komme ich jetzt dazu, R und Open Layers kombinieren zu wollen? Nun ist es auch so, dass R natürlich auch gerne genutzt wird. Die Leute, die Data Scientists, die das viel nutzen, wollen ihre Daten auch visualisieren. Und da ist es auch wichtig, mal interaktive Grafiken zu zeigen. Natürlich, also jetzt, ich sag mal so, statische Grafiken waren schon immer möglich. Und es ist auch ganz spannend. Ich war letztes Jahr auf einer R-Konferenz und da gab es einen Vortrag zum Datenjournalismus. Das ist ein ganz spannendes Thema, wo die Leute auch größtenteils R nutzen, weil sie es ein bisschen leichter als Python noch finden. Und die müssen ihre Daten auch relativ häufig visualisieren und logischerweise auch im Internet. Und so nutzen die auch so eine Bibliothek. Also was es schon gibt, ist nämlich Leaflet für R, aber Open Layers gab es halt noch nicht. Und da habe ich gedacht, naja gut, fängst du mal an. Also genau, ich stelle sozusagen mein Paket vor, das habe ich bisher geschrieben. Ist mir auch gerne am Ende herzlich eingeladen, da noch mitzuarbeiten. Genau, jetzt steige ich mal in die Folien ein. Um kurz nochmal für die, die vielleicht nicht ganz wissen, wie geht diese Integration, also nicht, dass ich mir das von Grund auf jetzt ganz neu ausgedacht habe. Es gibt da ein sehr cooles Package und das nennt sich HTML Widgets for R. Und hier, das ist von der Webseite, Bring the best of JavaScript data visualization to R. Das heißt, ich kann, wenn ich dieses Paket einbinde, JavaScript einnutzen und das zum Beispiel ganz normal an der R-Konsole starten und kann mir die Plots angucken. Ich kann das aber auch in R Markdown nutzen oder in Shiny Web Applications. Was das genau ist, werde ich auch gleich nochmal kurz zeigen, dass man eine Idee davon hat. Und ich kann natürlich dieses Paket nutzen, was ich auch getan habe, ist ein bisschen ein falscher Satz reingerutscht, um eigene Widgets zu schreiben. Also das soll natürlich sein generell eigene, hier unten steht jetzt schon Bridge R und JavaScript, also das steht da so nicht, sondern dass man sozusagen jede JavaScript-Bibliothek nutzen kann und die in R verfügbar machen. Das Charmante daran ist, man braucht keine Kenntnisse von HTML, keine von JavaScript und kann mit einer ganz normalen R-Syntax all diese Sachen nutzen. Wie das funktioniert, werde ich jetzt gleich zeigen. Und gerade das ist dann eben für solche, ich sag mal, Datenjournalisten, die wollen jetzt eine Programmiersprache lernen, R, da sind sie mit zufrieden, aber sie wollen dann nicht noch JavaScript und solche Dinge lernen und können das zum Beispiel nutzen. Aber auch mit R Markdown, was ich gleich noch zeigen werde, kann man ganz schnell komplette Webseiten erstellen und dann diese Widgets dort einsetzen. So, wie funktioniert das? Also ich muss ein neues Paket schreiben, dann gibt es normalerweise ein Verzeichnis, was man hier sieht, das ist das R-Verzeichnis, da liegen eben R-Skripte drin und dann gibt es immer noch ein Verzeichnis, das nennt sich inst für install, das wird noch mit installiert, wenn man dieses R-Package sich runterlädt. Und da gibt es dann ein Unterverzeichnis, HTML-Widgets und dort muss man einerseits eine YAML-Datei hinterlegen, wo drin beschrieben wird, welche Skripte eingebunden werden, welche JavaScripte, also hier wäre das dann Open Layers und welches CSS, da können aber auch noch Plugins eingebunden werden und noch viel mehr und dann eine Datei, das ist hier die OLJS Bindings, wo man sozusagen die Bindings schreibt, wenn ich von R Daten übergebe, was soll mit denen gemacht werden.
hier mal die YAML-Datei beispielhaft gezeigt für das Open Layers Paket. Man sieht das hier, Open Layers, im Moment, jetzt bin ich ganz erschrocken, ist das die Version 4.6.4, die gerappt wird. Jetzt habe ich gesehen, ist vor zwei Tagen, glaube ich, die Version 4.6.5 rausgekommen. Das müsste ich dann mal anpassen. Aber ich glaube, dass sich da wahrscheinlich nur so ein paar Bugfixes reingekommen sind und keine neuen Funktionen. Und man kann hier halt noch mehr hinterlegen. Wie sieht das dann mit den R-Bindings aus? Das ist also, brauche ich eine Funktion, die den Widget aufruft. Das ist normalerweise die Funktion, die nach der Library benannt wird, bei mir halt OL abgekürzt. Da kann ich sagen, wie standardmäßig der Widget eben angezeigt wird auf der Webseite, soll es mit 100% Ausdehnung sein, das kann dann eben am Ende alles übergeben werden. Und ich kann eine Variable, das ist hier x, das ist irgendwie so R-typisch, dieses erst immer x zu nennen, das kann man auch eigentlich anders nennen, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich hier. Diese Variable, da steht dann alles drin, was vorher aufgerufen wurde, das übergebe ich an das JavaScript, das wird natürlich in JSON gepasst und rübergegeben und ich kann dann auf alles von R drauf zugreifen. Genau, in der JavaScript-seitigen Datei wird dann hier auch der Widget aufgerufen und ich habe hier eine Funktion, die gerade dieses x aufnimmt, diese Variable, und kann dann auf die Variable zugreifen. Also alles, was der übergeben wurde, kann dann verwendet werden. Das heißt, ich, wenn ich das Paket schreibe, oder der das Paket schreibt, der muss natürlich schon JavaScript können, denn er muss es ja schreiben, aber der Anwender, der es dann später verwendet, braucht dann das nicht mehr. Und der Aufruf aus R sieht dann eigentlich relativ einfach aus. Ich binde das Library ein, wie man ganz normales Library unter R einbindet und kann den Widget dann wie eine Funktion eben aufrufen. Ja, genau, ich hatte es eben schon gesagt, wo kann ich diese Widgets also nutzen? Zum Beispiel in R Markdown. Man kann da gerne mal auf die Seite gehen, würde ich jetzt gar nicht machen, und in der Gallery gucken. Also Leaflet ist eben schon dort, da gibt es auch Data Table, also verschiedenste JavaScript-Libraries, die man zur Visualisierung nutzen kann und die kann man dann eben auch alle miteinander verbinden. R Markdown selber bietet viele Output-Möglichkeiten schon an, also ich kann sowohl PDF rausgeben, ich kann HTML rausgeben, ich kann Markdown selber rausgeben und auch Bücher damit sogar schreiben, also jetzt die R-Community, die schreiben ganz viele jetzt irgendwelche Bücher über Data Science, das wird alles komplett jetzt mit R Markdown im Prinzip gemacht. Da wird auch hier die, wie heißt das, GitHub-Book gibt es, glaube ich, ne? Das wird auch unterstützt. Man kann ganze, ich weiß nicht, wer Hugo kennt, das ist so eine von in Go geschriebener statischer Webseitengenerator, den gibt es auch dafür. Das heißt, ich kann einfach R-Code schreiben, R-Markdown und kann eine komplette Webseite hosten damit. Also das ist wirklich sehr, sehr mächtig. Also würde ich jeden, der das noch nicht genutzt hat, mal ermutigen, da mal reinzugucken. Wie sieht das Ganze aus? Das ist jetzt hier in RStudio, das ist die IDE von R, die auch von RStudio angeboten wird. Und man sieht das, wer Markdown kennt, weiß, ist ja relativ einfacher Code. Ich gebe ja gar keine HTML-Tags ein. Es ist ein Titel eingegeben. Es soll ein HTML-Dokument, ist hier der Output. Ich könnte jetzt auch PDF eingeben, dann würde ein PDF rendern. Hier oben werden ein paar Libraries eingebunden. Das soll eben hier nicht erscheinen auf der rechten Seite. Und dann hier habe ich mal sogar das Beispiel Leaflet genommen. Und man kann sich das direkt angucken. Also wenn ich jetzt sage, okay, das soll jetzt mal gerendert werden, dann rendert er das gleich rechts in die Viewer-Pane rein und ich kann mir das direkt angucken. Dieser Code, der muss natürlich nicht hier stehen, aber das R Markdown wird eben auch einfach unglaublich gerne genutzt, um auch sofort eine Dokumentation zu erzeugen. Ja, jetzt klingelt hier mein Handy aus irgendeinem Grund. Das ist schlecht, das hätte ich abstellen sollen. Entschuldigung. Zweites Beispiel, was ich eben schon angesprochen hatte, man kann halt ganze Webseiten erzeugen, indem man hier, muss man auch dann, ist hier das Output-Format ein Flex-Dashboard und man sieht, man muss bestimmte Sachen einhalten, das ist aber dokumentiert und ich habe hier gleich eine Map mit mehreren Sachen. Und so kann ich ganze Webseiten hosten damit. Klar sind die auf eine Art und Weise statisch, aber sage ich mal, wenn ich dynamische Widgets einbinde, jetzt wie Leaflet oder Open Layers und ich habe da Pop-Ups und so, das ist natürlich weiterhin dynamisch. Ne? Also das ist dann, wenn es richtig dynamisch sein soll, dann brauche ich Shiny, das zeige ich gleich noch. Genau, jetzt hier mal das Beispiel mit Open Layers. Kann man wahrscheinlich, auch doch, kann man einigermaßen lesen, ist das gleiche wie bei Leaflet. Da sieht man, dass es auch ähnlich funktioniert. Genau. Wenn es noch dynamischer sein soll, gibt es jetzt auch einen R-Web-Server, das ist Shiny, dass ich natürlich auch Events abfangen kann. Das ist auch eigentlich ein Model View Controller. Also ich habe einen Controller hier, das ist im Prinzip nichts anderes als eine Funktion. Man sieht hier, dass ich hier Output-Variablen habe, die ich erzeugen kann. Da kann ich jetzt auch Open Layers oder irgendwas reinnehmen.
und die kann ich dann im View wieder anzeigen lassen. Also hier sieht man ja Output, gibt es Distplot. Jetzt habe ich hier einen View dazu und habe irgendwo, ja hier im Main Panel wird hier dieser Distplot gerendert. Also ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, wie das geht, aber dass man versteht, man hat eine Funktion, einen Controller, die ist dynamisch, da kann wieder was abgefangen werden. Ich kann dann von JavaScript wieder Sachen an R zurückgeben, kann ihn in R verarbeiten. Und der Riesenvorteil ist natürlich, ich kann auch die ganzen statistischen Tools nutzen. Also wenn ich irgendwas in Leaflet oder OpenLayers jetzt darstellen will, kann ich natürlich Statistiken drüber jagen und das dann dort darstellen. Ein relativ wichtiges Paket für all diese Sachen ist dieses Magrid R. Und zwar ist das deswegen wichtig, wer R kennt, das hat nicht diese typische Struktur, dass ich irgendein Objekt habe und an das Objekt sind irgendwelche Methoden gebunden. Das kennt er nicht. Ich muss also immer das Objekt quasi der Funktion wieder übergeben, wenn das Objekt geändert werden muss. Muss ich immer eine Funktion schreiben, die das Objekt als erstes aufnimmt. Da ist der Riesenvorteil hier, man kennt es aus der Bash. Im Prinzip habe ich eine linke Seite und eine rechte Seite und das, was links rauskommt, wird einfach in die Expression auf die rechte Seite reingepiped. Also hier in diesem Beispiel, wenn ich eine Funktion aufrufen würde, eine Funktion f und würde der x übergeben, würde ich das jetzt hier mit der Pipe so schreiben, den Parameter x, den pipe ich sozusagen in die Funktion f rein. Das macht Sinn, das werde ich gleich zeigen, weil bei OpenLayers, was ich ja machen will zum Beispiel ist, ich möchte erst einen Teile-Layer hinzufügen, dann möchte ich ein paar Features hinzufügen und so weiter und das pipe ich dann immer weiter. Sozusagen, ich erzeuge erst ein Objekt, dann wird das übergeben einer Funktion, die die Teils hinzufügt und das wird wiederum übergeben, damit noch Features hinzugefügt werden können und vielleicht noch ein paar Controls und immer so weiter. Darum ist das einfach, das muss man so nicht machen, aber für die Lesbarkeit ist das eigentlich, würde man das immer so verwenden. Dann auch ein Paket, was in aktiver Entwicklung ist, also ich weiß nicht, wer mit R und Geodaten schon gearbeitet hat, da gab es früher das Package SP. Also ich fand es nicht so praktisch dann. Also wenn man die Daten eingelesen hat, das ging noch, das war aber auch immer nicht so schnell und dann war der Zugriff nicht so ganz typisch wie bei R. Und da hat der Entwickler sich dann auch mal überlegt, ich weiß nicht, warum er es damals nicht gemacht hat, das in dem typischen Data-Table-Format mal abzuspeichern, das Ganze. Und es wird jetzt auch GEDAL die Version 2 verwendet. In dem alten ist es noch die Version 1, also greift aufs Neue zu. Und die meisten Sachen sind in C++ implementiert, sodass auch der Zugriff sehr, sehr schnell ist. Also er kann die Daten sehr schnell einlesen. Das klappt jetzt wunderbar. Bei R kennt man ja, der muss alles ins RAM laden. Das ist das einzige Problem, wenn die Dateien sehr, sehr groß werden. Ich muss die komplett reinladen. Ja, also ich habe nichts Iteratives, was ich machen kann. Das ist so das Schwierige. Wobei es jetzt auch noch ein sehr cooles Package gibt, wo ich direkt Python-Bibliotheken einbinden kann und dann kann ich auf die ganzen Python-Bibliotheken draufgehen und trotzdem R-Code verwenden. Also das zeige ich jetzt hier nicht. Das kann man sich mal angucken, also das ist auch sehr cool. Da will ich auch gar nicht hier weiter drauf eingehen. Gut, jetzt eigentlich zum eigenen Vortrag, OpenLayers für R. Also man kann hier gerne mal gucken, also die Source ist eben unter GitHub. Und dann, ich kann noch mal kurz, ich weiß gar nicht, ob das Internet jetzt geht. Genau, kann man auch gerne mal, also es ist alles dokumentiert, wenn man jetzt das Package nutzt, ist alles dokumentiert, es ist noch nicht unter CRAN verfügbar. Also es gibt schon einen Branch für CRAN, das ist jetzt demnächst veröffentlicht werden soll. Man muss es noch anders installieren. Das zeige ich gleich, aber hier sind eben Beispiele, wie man ein WMS einbindet, wie man eine GeoJSON-URL einbindet, Custom Tiles, Markers, Layer Switcher, wie man in Abhängigkeit von der Resolution verschiedene Layer anzeigt und ähnliches. Hier ist eine beispielhafte Shiny Web App, die alle funktionieren, wo dann einfach auch per Click-Event das wird abgefangen und man kann sich dann die Features von den einzelnen, die Infos, also die Feature-Infos anzeigen lassen. So, jetzt möchte ich zum Vortrag zurückfinden. Genau. Genau, es ist trotzdem einfach zu installieren, denn es gibt das Paket DevTools und DevTools kann von GitHub direkt installieren. Das ist eigentlich ziemlich cool, das heißt, ich mache einfach Install GitHub, das ist jetzt hier mein Pseudonym Crazy Capybara und dann OpenLayers und dann installiert er das und auch die Abhängigkeiten. Gut, man muss noch bestimmte Sachen, aber das habt ihr eh wahrscheinlich alle installiert haben, damit auch die Geo-Sachen unterstützt werden. Das ist immer für so R-Leute nicht so ganz einfach. Unter Ubuntu dann die ganzen Sachen, die benötigt werden, nachzuinstallieren. Unter Windows ist es immer einfach, der schickt die ganzen Binaries mit rüber und hat die dann schon da. Und es ist unglaublich einfach zu benutzen, also hier hole ich noch ein GeoJSON-Paket rein und im Prinzip sieht das immer so aus, was ich eben schon erklärte, dass die Sachen durchgepiped werden. Ich erzeuge erst hier ein Objekt, dann hier kommen die Statement-Tiles hinzu, dann habe ich hier ein paar Cities in den USA, die ich hinzuführe.
und noch ein Drag and Drop. Also das ist einfach ein Control, das heißt, ich kann dann, wenn die Karte angezeigt wird, kann ich einfach GeoJSON draufschieben, er zeigt mir das an, macht das im Layer-Switcher auch verfügbar und ich kann auf die Features draufklicken und irgendwelche Sachen machen. Also ich brauche wirklich überhaupt keinen Code JavaScript oder HTML. Was ist bisher implementiert? Genau, also ich kann eben so ganz normale Base-Types, OSMs, Daemon oder irgendeine beliebige XYZ-URL eingeben, ich kann WMS einbinden, ich kann Vektor-Tiles im MVT, GeoJSON oder TopoJSON-Format einbinden. Ich kann die auch schon in gewissem Maße stylen, aber nicht das, was wir eben gehört haben, also noch nicht die Mapbox-Styles, sondern ein bisschen einfacher, dass ich sagen kann, ich kann ein Property und kann dann gucken, wie das heißt und dementsprechend eine Farbe vergeben. Das wäre zum Beispiel was, was jetzt demnächst vielleicht noch zu tun würde, wäre, aber genau, das ist ja der Vorteil, das kann nämlich Leaflet noch nicht. Da brauchen wir ja ein Plugin, das OpenLayers einfach die Vektor-Tiles schon rendern kann. Und da ich einfach ich nutze ja alles, was OpenLayers kann, ich muss es nur wrappen, kann ich das sofort nutzen als Feature. Und das ist wirklich sehr cool. Also gerade bei den Vektor-Tiles, das läuft dann auch performant. Ja, Simple Features, ja, Polygons, Points, eigentlich alles, was es gibt, was eben SF einlesen kann im Prinzip. Was passiert, wenn ich das rüberschicke? Er erzeugt dann GeoJSON daraus, um das dann darstellen zu können. Also muss ich natürlich gucken, was für Mengen ich dann da hinschicke, aber bisher hatte ich da eigentlich überhaupt noch keine Probleme. Kann man ja gerne mal testen. Dann, klar, Marker kann ich ja, habe ich ja Pop-Ups drin, was ja jetzt auch bei OpenLayers nicht mehr standardmäßig sofort da ist. Ich muss mir erst ein Overlay schreiben und so. Also ich zeige gleich, wie man das hier einbinden kann, das geht auch. Eigentlich ganz normal. Ich kann diese ganzen Styles definieren, die man bei OpenLayers, ob Stroke Style und Icon Style und ähnliches. Als Controls, Layer Switcher, Overview Map, ja, und noch ein paar weitere, die per Default dabei sind. Also jetzt keine Community Controls, die noch geschrieben wurden, außer der Layer Switcher, das ist ein Community Control. Und Interactions, Select, Drag and Drop und Click, also wenn ich auf die Map klicke, dass ich irgendwie die Koordinaten bekomme und damit noch irgendwas anfangen kann. Und die Shiny Integration für die wissen, weil ich eben gezeigt hatte, dass ich eben zwischen R und JavaScript noch hin und her schieben kann. Genau. Kurz ein Getting Started. Wie würde man loslegen? Also als erstes muss ich das Map-Widget erzeugen. Im zweiten Schritt zum Beispiel ein paar Tiles hinzugeben. Jetzt hier sieht man den Operator nochmal ein bisschen anders. Was hier passiert ist, er gibt sozusagen das Map-Objekt an AddStamenTiles. Und das Ergebnis wird wieder an Map zurückgegeben, deswegen in beide Richtungen das Ganze. Ich kann was machen, weil ich ja hier das noch nicht zeigen will. Ups, ne, wie geht's weiter? Als nächstes packe ich ein paar Features drauf noch. Hier wieder diese US Cities. Kann hier halt sagen, okay, als Pop-up, nimm bitte von den Cities. Also wer erkennt, weiß, dass man hier auf Attribute kommen kann von dem Data Frame. Nehme bitte den Namen. Das heißt, er wird dann, wenn ich draufklicke, wird er den Namen darstellen. Ich kann da aber auch was ganz Beliebiges, also ich kann mir da irgendeinen String zusammenbauen, den Namen plus einen Doppelpunkt und was weiß ich noch da hinschreiben. Das ist also beliebig. Ich kann ein paar Controls hinzugeben, hier habe ich meine Overview Map, ne, das ist diese kleine Map unten. Und als letztes rufe ich einfach das Map-Objekt auf und er zeigt die Map. Und jetzt würde man natürlich erwarten, ich hatte jetzt einen Screenshot, den habe ich aber nicht, das müsst ihr selber machen. Ja, ich wollte erst eine Live-Demo machen, aber dann komme ich immer mit der Zeit nicht hin und wollte jetzt auch meinen Computer nicht mehr rüberbringen. Aber genau, wenn man mal so vorgeht, das Paket runterladen, genauso vorgehen, das sollte ohne Probleme klappen. Und es sieht dann so aus, wie wir eben gesehen haben. Ich hatte das ja kurz da in dem Studio gezeigt, so eine Map wird dann da kommen. Genau, jetzt würde ich nochmal kurz so ein bisschen ins Detail gehen. Also was noch möglich ist, das wäre jetzt so das Erste. Ich kann natürlich auch, ja okay, das klappt ganz gut. Ich kann auch Map-Options übergeben, das braucht man ja auch, wenn man so eine Map initialisiert. Jetzt habe ich mal hier zum Beispiel mein Max-Zoom-Level oder ob überhaupt der Zoom-Control oben angezeigt werden soll, ne, dieses Plus-Minus oder ob ich nur mit dem Mausrad scrollen will und noch viele weitere. Ich habe jetzt nur mal zwei hier übergeben als Beispiel, das kann ich dann beim Erzeugen des Widgets einfach mit übergeben. Ne. Das heißt, alle Optionen, die Map hat, kann ich da im Prinzip übergeben. Bei den Tiles. Genau, kann ich hier eben natürlich mehrere übergeben, also was weiß ich, von Stamen, Water Color und dann, wenn ich die Labels noch extra haben will, kann dann hier auch immer bei den ganzen Layern auch noch Options dazugeben, hier zum Beispiel eine Resolution, ab wann soll überhaupt erst die Labels angezeigt werden, das heißt, wenn ich reinzoome, werden irgendwann die Labels angezeigt und wenn ich wieder rauszoome, eben nicht mehr. Ich kann hier den View auf einen beliebigen Punkt setzen, das ist jetzt Kassel, also da, wo ich herkomme, und hier noch diese Overview Map zum Beispiel reinpacken. Wie sieht es mit den Vektor-Tiles aus? Wer damit gearbeitet hat, kennt das. Jetzt hier als Beispiel Mapbox. Ich brauche einen API-Key. Ich erzeuge jetzt einfach hier nur im Prinzip die URL, die ich benötige mit meinem Access-Token.
gebe die hinzu, müsste eine Attribution, könnte jetzt hier noch einen Style mitgeben, wenn ich das wollte. Habe ich jetzt nicht gemacht und setze auch hier einen View. Genau, zu den Styles, die sind auch dem nachempfunden. Wer das schon genutzt hat, das JavaScript-Library, kennt das. Es gibt eine Stroke-Style, eine Fill-Style und so weiter. Das ist hier eigentlich auch identisch, dass ich dann hier, genau wie ein JavaScript-Objekt, die Sachen übergeben kann. In R sind das in der Regel dann eben Listen, kann man sich vorstellen. Das ist ja so ein bisschen das Pendant dazu. Das heißt, ich kann hier eine Stroke-Style mit einer Color, ich kann hier Fill. Circle wiederum, das setzt sich ja zusammen, da ich dann Stroke setzen kann und einen Fill, das heißt, der nimmt als Parameter wiederum eigene Styles, das ist aber in Open Layers genauso, also ich habe das versucht extra so zu machen, dass man das vom Syntax her dann so nutzen kann, kann hier noch einen Radius mitgeben, beim Marker ist eben die Icon Style, das ist ja auch ganz cool, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, mach mir das blau oder mach mir das rot, das Original Icon, also das macht zum Beispiel, da habe ich so ein Beispiel bei den Beispielen, wo man ja guckt, wenn es eine Hauptstadt ist, mach es rot, sonst machst du es grün oder irgendwie so. Das ist auch ganz charmant. Dann kann ich auch einen Text-Style mitgeben, logischerweise, dass ich stattdessen bei den Punkten einfach einen Text hinschreibe. Und das Schöne ist, ich kann die auch einfach kombinieren und das kann ich einfach mit Plus machen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Stroke-Style schon definiert und eine Fill und ich will jetzt irgendein Polygon zeichnen, dann mache ich einfach, nehme dieses Stroke-Style plus die Fill-Style und dann umrandet er mir das eben gerade in der Farbe und füllt das so aus, wie ich das gesagt habe. Transparenz geht natürlich auch. Genau, Simple Features. Also hier als Beispiel Points, da habe ich auch einfach, das ist so ein Beispieldatensatz, der jetzt hier in diesem GeoJSON-IO-Paket mit drin ist, den habe ich jetzt hier genutzt, da habe ich mal nur die ersten 10 angegeben und es funktioniert so, die Funktion heißt immer, das ist eine generische Funktion, die heißt immer addFeatures und über den Style sage ich ihm eigentlich, wie er das Ganze rendern soll. Also wenn ich gar keinen Style mitgebe, dann erkennt OpenLayers das automatisch, wenn er sagt, es ist ein Punkt, dann hat er da seinen Style, wie er das rendert, wenn er sagt, es ist ein Polygon, dann hat er auch seinen Style. Aber hier zum Beispiel, ob ich jetzt möchte, dass ich ein Icon anzeige, deswegen sage ich jetzt hier Icon Style, ich könnte auch einen Circle Style mitgeben, dann würde eben wie bei Leaflet einen Circle Marker machen. Aber ich habe nicht eine Funktion add Circle Marker, add so und so, sondern das wird alles über die Style definiert. Genau, das ist ja hier das zweite Beispiel und ich kann auch einfach sagen hier zum Beispiel, der Radius soll jetzt eben in Abhängigkeit der Population angezeigt werden. Das heißt, ich kann hier eine Funktion einfach nutzen. Ne, dass ich jetzt hier ist ja das Beispiel, ich nehme jetzt die Wurzel aus der Population, ja, teile das noch durch 10 und dann werden die halt dementsprechend größer oder kleiner angezeigt, die Kreise. Und kann aber auch genau einfach noch einen Text dazugeben. Das heißt, in den Kreisen steht dann drin, wie groß die Population ist. Kann das also einfach kombinieren. Wie ist das bei Polygonen? Hier mal auch als Beispiel, wie ich überhaupt ein Polygon sozusagen nach R reinbekomme, indem ich das SF-Package nutze über Read. Hier wird sogar das Geo-Package-Format genutzt. Gab es ja auch schon einige Vorträge drüber, also das wird auch schon unterstützt. Kann ich einfach einbinden und hier ähnlich. Ich sage wieder Add Features als Style, gebe ich jetzt nur eine Stroke-Style mit. Das heißt, er würde die jetzt blau umranden. Oder ich kann auch statt Daten mitzugeben, kann ich auch eine URL oder ein Filename mitgeben, dass er das eben aus einer JSON-Datei ausliest oder aus einer URL, wie es hier getan ist. Und dann habe ich die Style hier einfach, dass ich sage, so eine Funktion in R, Rainbow, dann erzeugt er einfach, wenn ich 178 eingebe, 178 Farben dieses Regenbogens. Ich wusste jetzt zufällig, dass es 178 Features hat und kann dann als Style sagen, okay, genau. Ich kann also immer einen Vektor angeben für die Style in der Anzahl der Features und dann werden die sozusagen nach und nach genau so gestylt. Ja, also ich kann auch eine Funktion angeben, das ist ein bisschen advanced, ich kann auch eine JavaScript-Funktion mitgeben, aber da muss man doch wieder JavaScript können. Eigentlich versucht man in R vorher sozusagen eine Funktion zu haben, die die Farben erzeugt, also was weiß ich, nach der Population oder was auch immer, und das gebe ich der Style mit. Also die Style muss nicht ein Wert sein, sondern die kann eben genauso lang sein wie der Vektor der Features. Genau. Genau, Controls, hier als Beispiel das Layer-Switcher-Control, da kann ich dann einen Namen und einen Type mitgeben, das kennt man auch aus Leaflet, also der Name wird dann angezeigt logischerweise im Layer-Switcher und wenn es ein Base-Map ist, dann kann ich eben nur eine anwählen. Wenn ich das Base nicht angebe, ne, dann kann ich das aus- und einschalten, so wie ich das eben gerade möchte. Und hier einfach noch ein paar andere, wie die Overview-Map, Scaline oder auch der Full-Screen-Mode, den kann ich auch einfach mitgeben. Als Interactions habe ich hier Select, da kann ich dann eben zum Beispiel eingeben Display Properties, das ist halt gerade wieder für eine statische Seite interessant, das heißt, so wie ich das selektiere, zeigt er mir in der Box noch an die ganzen Infos des Features. Drag and Drop hatte ich am Anfang erklärt, dann kann man einfach GeoJSON auf die Map draufschieben und das passt perfekt, gerade kam das Stoppzeichen. Genau, ja, hier ist der GitHub-Account. Hier ist das Paket OpenLayers selber. Ich bin gar nicht mehr im Vollscreen gegangen.
Und genau, ist jeder eingeladen, das runterzuladen, zu nutzen, gerne Feedback zu geben, wer sich damit auskennt, neue Features zu implementieren. Und als nächstes Ziel ist es erstmal vor allen Dingen eine Cran-Release hinzubekommen. Also sollte eigentlich klappen, weil es ist alles dokumentiert soweit. Ich wollte nur noch die Dokumentation noch ein bisschen besser machen. Und ja, freue mich auf Fragen. Vielen Dank für den Vortrag. Stefan. Wir hätten Zeit für eine, vielleicht zwei Fragen. Gibt es denn welche? Erstmal nicht. Also zeitökonomisch wunderbar. Nochmal vielen Dank.